Fasnacht hat immer Saison. Das zeigt das Interesse am Sarganserländer Maskenmuseum. Hier im Rathaus in Flums an der Markgasse 25, hier steht das Museum immer zur Verfügung. Jetzt ist es 10-jährig geworden. Und aus Anlass von dem 10-jährigen Jubiläum hat man eine spezielle Ausstellung auf 3 Stöcke im Rathaus gemacht und auch ein spezielles Event. Aber was wird die Fasnacht ohne die Schnitzerfreunde? Wir stellen es euch vor, der Markus Trifflerin schnitzt seit 2006. Der Bruno Bless, Präsident der Schnitzerfreunde, schnitzt seit 1990. Schöne Larven, schöne Masken haben alle. Der Christoph Senti seit 2012. Es gibt also solche, die noch gar nicht so lange angefangen haben mit Schnitzen. Der Urs Scherfinger, 2004 ist er bei der Arbeit. Der Heiri Bundi seit 1993. Auch das natürlich ganz aufwendige Larven wie alle. Der Igor Wenzel, erst seit 2015. Es gibt eben auch Kürze und da kann man das lernen. Und darum gibt es eben auch junge Schnitzer. Also jung meine ich natürlich, erst kürzlich angefangen. Der Titus Hilbi, 2001. Er ist Disponent. Also ihr seht ganz verschiedene Berufe. Oder der Beat Planter zum Beispiel 1995. Er ist Koch. Der Beruf spielt gar nicht so eine Rolle. Obwohl man möchte meinen, es gehört eine gewisse Befähigung. Der Erich Bernet zum Beispiel Zimmermann seit 1998. Aber es kann trügen. Auch ganz andere Berufe als eben Holzige haben eben die Fähigkeit, das zu machen. Flumse, Dämonen und ein Haufen andere wunderschöne Masken. Und wer nicht will schnitzen, kann ja mitmachen. Unter so Masken kann man schlüpfen. Vielleicht nicht gerade unter die, weil das könnte noch sportlich werden. Oh, jetzt habe ich keinen Feuerzünder. Hey, Interesse. Ja, das kann ich nicht helfen. Mal hier im Hosensack. Ja, nein. Das ist ja streng, gell? Das ist ein Heidenkampf. Und da musst du noch reinkommen, gell? Ja, und vor allem Schiff, das darfst du nicht, darfst du kein Bier trinken davon. Kein Bier? Nein. So hat uns Frau wohl ja Nase einen Arsch. Ja, reinkommen ist schwierig und rauskommen ebenso schwierig. Ja, nicht vergessen natürlich der Heinz Ackermann, der Schnitzerfreund. Seit 1967 schnitzt er und ihn habe ich angetroffen vor einem Event. Heinz Ackermann, wie viele Masken hast du so geschnitzt? Über 600. Jetzt bist du eigentlich ein Profi, gell? Du bist Malermeister, hast du auch Bühnenbilder gemacht, bist du Luzern gsi, also in einem Theater. Also du bist eigentlich schon ein bisschen natürlich vorbegabt gsi, oder? Ja, ja, ja. Klar, mal, ein bisschen schon. Wie geht man denn da vor? Also da nimmt man Holzklotz und dann macht man sich dran. Ja, nicht so einfach ist das nicht. Man tut, zuerst tun wir dann ein bisschen rund wegsagen, dass wir weniger Arbeit haben damit, oder? Und dann messen wir ausmessen, die Nasen und alles. Und dann schnitzen wir zuerst die Nasen aus. Und die Nase muss eigentlich fertig sein, bis du weiter kannst schnitzen. Und dann schön abrunden, dass es eiförmig wird. Und dann zeichnen wir die Augen einzeichnen, alles zusammen. Und dann schnitzen wir die Augen. Aha. Und die müssen auch wieder zuerst fertig sein, bevor du weitermachen kannst. Und danach kommt der Packen oder was denn. Ist, ob du einen tiefen Einschnitt hast oder ob es abrund ist oder nicht. Das spielt eigentlich alles eine Rolle. Und wenn dir mal etwas verspickt und so weghält und dann ja, verreckt, deutsch klar gesagt? Oh, ich weiss nicht, wenn mir das letzte Mal vorgekommen ist, aber dann muss man halt ein bisschen improvisieren. Das geht schon, wenn man nicht eine nachher macht, nach einer Foto, dann geht das gut. Und das hast du alles neben deinem Beruf gemacht? Ja, quasi als Hobby, ja? Ja, genau. Also hast du nie geflucht, wie jemand beim Schneiden und beim Filmen, wenn es nicht gerade geraten ist? Mama, das habe ich schon. Aber das gehört dazu. Immer, gell? Das gehört dazu. Hast denn du irgendwie ein Vorbild gehabt? Du bist auch auf Flums gekommen und denkst, jetzt müsstest du etwas schnitzen. Also, meine Frau, ihr Grossvater war der Stob Just, der berühmte Maskenschnitzer. Jawohl. Und danach ihren Vater hat noch geschnitzt. Und danach habe ich dann ein bisschen abgeschaut und habe ich selber angefangen. Das hast du fast müssen. Also hättest du gerne genommen. Also in der Schweiz hätte man dann das Flums da gerne nicht einbürgert, wenn man nicht geschnitzt ist. Ja? Nein, eigentlich schon nicht. Ja. Es war schon ein bisschen so gewesen. Wie lange bist du denn so an Maske dran? Ja, ich rechne etwa 30 Stunden. Mit dem Tuch und mit der Haar oder mit der Zähne oder was man dann nachher macht. Oder? Da haben wir etwa 30 Stunden. Ist gar nicht so einfach, gell, um so eine Maske zu tragen? Das drückt noch. Ja, das drückt schon. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, weil du siehst ja gut geradeaus. Und wenn näher du innen geschnitzt hast, also mit den Augen an die Maske herankommst, weil besser kannst du laufen. Sonst musst du immer den Kopf auf oder runter heben, als du etwas siehst, oder?
wenn die Augen zu weit weg sind. Super, also du machst weiter. Was wäre so ein bisschen dein grösster Wunsch, dein grösster Projekt, das du noch umsetzen willst? Ja, soll ich sagen, ob man möglich gut noch schnitzen kann. Und dass ich ein Original finde, das ich zeichnen kann und noch schnitzen, oder? Aha, du gehst nach dem Original, wenn du Leute beobachtest, tust du so etwas dann auch umsetzen? Ja, wenn ich jetzt in einem Restaurant gucke oder irgendwo so, dann machen wir schnell eine Skizze, kann immer noch irgendwie einen Block bei mir. Noch zeichne ich es provisorisch und daheim zeichne ich es richtig und danach schnitze ich es nach dem. Hast du deine Frau auch schon geschnitzt? Nein, das habe ich nicht. Sie hat selber geschnitzt. Aha. Hast du dich nicht getraut, um die Frau zu schnitzen? Ja, Mama, das wäre schon gegangen. Aber die schönen Schnitze bin ich gerne. Lieber die Wüste, es gibt mehr Kontrast in der Larven. Wenn das keine Liebeserklärung ist. Liebe zur Fasnacht gewinnt man sicher auch, wenn man die Masken mal ganz genau anschaut. Eine Liebe zu diesen Details, wo da natürlich menschliche Arbeit, menschliche Intuition und Kreativität dahinter steckt. Schaut mal diese Bilder an. Das sind keine Bilder, das sind wirklich geschnitzte, gestaltete Masken oder Larven, wie man dem sagt. In der Fasnacht natürlich, man sieht es auch, sie huschen vorbei, sie machen dies, jenes, aber da im Museum, da kann man es natürlich noch mal ganz anders anschauen und geniessen. Ja, und dann ist der Event angegangen mit der Flumser Krausni. Applaus für Plumser Krausi an Tagen wie diesen. Der Guido Städtler. 1954 bis 2004 ist
die Alpgemeinschaft 50 Jahre im Dienst der Region bzw. der Bevölkerung gestanden. Und das tut sie auch heute noch im 63. Jahr von ihrem Bestehen. Zum 50-Jahr-Jubiläum hat die Alpgemeinschaft etwas Besonderes und Regionstypisches schaffen. Der damalige Vorstand und die Kommission Fasnacht haben meine Idee zur Schaffung eines Sarganserländer Maskenmuseums voll unterstützt. Mehrere Fasnächtler wünschen sich zwar lieber den Namen Larvenmuseum statt Maskenmuseum, aber weil man hier oder bei uns von Larven redet und nicht unbedingt von Masken. Aber damit auch die ausländischen Gäste das Thema des Museums sofort erkennen, haben wir eben den Namen Maskenmuseum gewählt. Dass das Themenmuseum in Flums realisiert worden ist, ist ja auf der Hand gelegen. Flums ist die Larven- und Schnitzerhochburg der Region Sarganserland Wallensee. Zwei glückliche Zufälle haben der Idee vor Ort zum Durchbruch verholfen. Zuerst der damalige Gemeindepräsident Vincent John, der hat im Erdgeschoss vom neuen Flumser Rathaus bereits das Museum vor seinem geistigen Auge entstehen gesehen. Dann das zweite, Schnitzerfreund unter dem Präsidium von Bruno Bless, die haben nebst viel geistigen Spesen auch tatkräftig Hand angelegt. Außerdem haben sich viele Sponsoren gewinnen lassen, damit die finanziellen Grundlagen geschaffen werden können. Zum Beispiel der Kanton St. Gallen oder die Kulturförderung von dort. Die Gemeinde Flums, Bank UBS, der Kiwanis Club Sargans, Fasnachtsgesellschaften und Ortsgemeinden, die Region Sarganserland Wallensee, der Tourismusverband Sarganserland Wallensee, heute Ferienregion Heideland, und Casino-Förderstiftung Bad Ragaz. Der Migros-Kulturprozent Pro Patria und viele Privatpersonen. Das Sarganserländer Maskenmuseum hat zudem die grosszügige Unterstützung von privaten Maskenbesitzerinnen und Besitzern und vom historischen Verein Sarganserland mit dem Präsident Matthias Buck. Alle 8 Sarganserländer Gemeinden bzw. Fasnachtsorte sind mit typischen Larven vertreten. In 3 Räumen dürfen heute 200 historische und zeitgenössische Larven gezeigt werden. Die Altgemeinschaft Sarganserland Wallensee übt seit der Eröffnung am 6. Mai 2006 das Patronat über das Sarganserländer Maskenmuseum aus. Der damalige Kantonsratspräsident, der damalige Gemeindepräsident Vincent John und ich als Präsident der Altgemeinschaft haben das Museum dürfen einweihen, umrahmt, so wie heute am Jubiläum von Butzi und von der Flumser Krause. Ein Treffpunkt für viele Larvenfreunde und Larvenfreundinnen. Die Gemeinde Flums als Hausherrin unterstützt das Regionalmuseum grosszügig. Die Altgemeinschaft hat Gestaltung und Betreuung an die Schnitzerfreunde Flums dürfen delegieren. Spontan haben die zugesagt. Ihr Herzblut zugunsten des Maskenmuseums ist heute noch ungebrochen. Das Sarganserländer Maskenmuseum ist sowohl ein Ort für nationale und internationale Schnitzer und Schnitzerinnen, für Maskenforscher und Liebhaber, für Volkskundler, aber auch für Highway-Flumser und Highway-Sarganserländer. Im Namen der Talgemeinschaft Sarganserland und persönlich danke ich allen für das grosse Engagement. Gern wünsche ich dem Sarganserländer Maskenmuseum weiterhin viele Besucher und viel Erfolg. Die Sarganserländer Fasnacht und das Maskenschnitzen befinden sich seit 2012 gemäß UNO-Übereinkommen auf der Liste der immateriellen Kulturerbe der Schweiz. Das Sarganserländer Maskenmuseum darf sicher als ein Mitauslöser bezeichnet werden. Bearbeitet hat die eingeworben als Bundesamt für Kultur im Auftrag der Talgemeinschaft Bruno Bless, Präsident der Schnitzerfreunde Flums. Dafür verdient er einen besonderen Dank. Auch auf dieser Liste ist der Sarganserländer Alpsegen. Außerordentlich freue ich mich natürlich über die Präsenz von zahlreichen Butzi, die dem heutigen Anlass einen prächtigen Rahmen geben. Hoffe, ich vergesse niemanden. Aus Murg der Silberfuchs und die Schneiderhex, aus Mols der Fröschenkönig und Fröschenhex, aus Wallenstadt
Rölli und Weihgeister. Aus Flums der Hofnarr, Fasnachtsgesellschaft mit dem Doppelputzi und Krause. Aus Mels der Rölli und Nippertüfel. Aus der ganz Schlosshexe. Aus Mels Dirkethexe. Und die Schnitzerfreund Oberterzen. Sie alle am Fasnacht am 20. Mai aufleben lassen. Der Funken ist auf den Gemeindepräsidenten übergesprungen. 10 Jahre. Das ganze Länder Maskenmuseum. Totsmal habe ich noch ein glückliches Leben geführt in der Privatwirtschaft. Und ich habe nicht im Traum daran gedacht, dass ich eines Tages als Gemeindepräsident da vor Ihnen stehe. Es ist jetzt 4 Jahre her, seit ich in diesem Amt bin. Und ich muss sagen, es gefällt mir immer noch ausgezeichnet. Besonders an dem Amt gefällt mir die Vielseitigkeit der Themen, die vielen persönlichen Kontakte quer durch die ganze Gesellschaft durch. Und durch das lernt man nicht nur immer neue Leute kennen, sondern man lernt immer auch wieder neue Themen kennen. Themen, die einem bis jetzt vielleicht ein bisschen fremd waren. Und in meinem Fall gehören zu diesen Themen auch Masken, Schnitzerei und Fasnacht. Ich gebe es offen und ehrlich zu, ich bin vor 10 Jahren nicht dabei gewesen. Ich gehöre nicht zu den Initianten, die dazu beigetragen haben, dass das Maskenmuseum damals entstanden ist. Und ich gebe es auch zu, die Themen, die eben heute im Zentrum stehen, Masken, Schnitzerei, Fasnacht, das sind genau Themen, die mir eigentlich eher fremd waren. Und obwohl ich mittlerweile auch schon mehrere spannende Führungen durch das Museum unter der Leitung von Bruno Blessa erleben durfte, wäre ich nicht imstand, so wie mein Vorredner Guido Stadler, die Gruppierungen von den verschiedenen Dörfern und die Masken so kompetent herunterzulesen. Ich kenne eigentlich nur eine Gruppierung so richtig gut. Das sind Flumser Rätschwieber. Weil die haben bis heute überlebt. Die gibt es auch heute noch. Ja, relativ. Bruno lacht. Gibt immer noch viel von denen. Zum Glück. Und ich hoffe, sie werden auch weiter überleben. Ich habe Ihnen gesagt, ich habe Vielseitigkeit an dem Job Gemeindepräsident, der mir sehr gefällt. Und entsprechend bin ich auch vielseitig interessiert. Ich interessiere mich für Sport, ich interessiere mich für Musik, ich interessiere mich aber genauso für Kunst und für Kultur. Kultur und Brüche, all das tut mein Leben bereichern. Es tut unser Leben bereichern. Und es trägt dazu bei, dass auch unsere Region, unsere Gemeinden eben wirklich lebenswert sind, dass eine hohe Lebensqualität da ist. Wir wollen ja keine 0815-Region sein und werden. Und wir wollen keine 0815-Gemeinde sein und auch nicht werden. Nein, darum bin ich auch stolz, Präsident von einer Region und von einer Gemeinde dürfen zu sein, die eben gerade die Brüche und die Kulturen und Traditionen so pflegt und so aktiv gelebt werden. Und dazu tragen eben auch gerade die ortstypischen Masken und Gruppierungen und Brüche, wie eben auch die Schnitzerei, maßgeblich dazu bei. In dem Sinn bedanke ich mich. Bedanke mich ganz herzlich bei den Leuten, die vor 10 Jahren dabei waren und dafür gesorgt haben, dass das Sarganserländer Maskenmuseum hier in Flums entstanden ist. Ich bedanke mich aber auch ganz herzlich bei den Leuten, die die letzten 10 Jahre mit viel Liebe und Engagement das Museum betreut und unterhalten haben. Ich bedanke mich aber auch bei all Ihnen, die aus den Dörfern aus dem Sarganserland kommen und dort sich engagieren für Traditionen und für Brüche, dass sie eben bis heute überlebt haben und dass sie auch weiter in Zukunft werden überleben und einen wichtigen Stellenwert haben in unserer Region. Das trägt dazu bei, dass wir eine Region sind, dass wir Gemeinden sind und haben mit einer eigenen Identität und einem eigenen Stolz. Eben nicht 0815. Und genau so ist es. 0815 sind auch die Masken und Larven nicht. Alles sind unikat. Weißt du, Nase? Ist ja schon so. Ja. Aber du musst da hast ja auch noch etwas, oder? Ja.
Aber das ist noch streng, gell? Ja, man könnte auch mit dem Hammer, aber... Ich tue den Hammer schon, da habe ich auch selber gedrechselt, weißt du? Aha, ja, ja. Ich bin da ein bisschen vielseitig. Und dann machst du das einfach Schicht für Schicht, immer ein bisschen vorsichtig, oder? Dass nichts passiert. Ja, man tut schon ein bisschen vorsichtig. Da mein erster, ein bisschen, weißt du, wenn man in die Dämpfphase kommt. Ja. Aber jetzt tun wir nicht vorsichtig. Man hat ja da genug Möglichkeiten. Wenn man weiss, wie ist das, man muss nehmen, ja? Ja. Sepp drückt er noch, he? Ich habe selber auch schon mal geschnitzt. Also, hast du? Ja, weißt du, wenn man so vorne rausstößt, das sieht so einfach aus, oder? Ja. Aber es ist, Gott vergessen, kompliziert, dass es mir dunkt, gell? Ich muss jetzt da, weißt, einen Übergang finden. Also eine schöne Runde. Jawohl. Ich muss jetzt da den Nasen wegnehmen. Vom Onkel Fritz. Aber eben, das weißt du natürlich auch. Du hast ja schon Leute gesehen, die angefangen haben. Es sieht zum Teil fast einfacher aus, als es ist. Man ist schnell ein bisschen daneben, dunkt es mir halt. Ja, aber weißt du, jetzt haben wir da noch eine gewisse Höhe. Jawohl. Da spielt das nicht so eine Rolle. Aha. Weißt du, im Schnitzkurs, da tun sie von lauter Ängste zu weit runter schnitzen, nur auf einer Seite schnitzen. Jawohl. Und dann kommen wir jetzt auf einer Seite zu tief, weißt du? Aha, ja, ja. Und das ist nicht gut. Wo hast denn du das gelernt? Ja, vom Zuschauen. Aha. Und hättest du natürlich eben im Beruf, der Maler, Meister, ich denke mir, ein bisschen entgegengekommen schon, oder? Ja, sicher ist mir ja entgegengekommen. Und ein bisschen der Blick natürlich für Gesichter, wo du im Theater warst, natürlich, oder? Ja. Und gell, da hat er schon eine ungeheure irgendwie Anerkennung zu Flums und bei deiner Frau eingebracht. Die Frau hat kennengelernt in der Innerschweiz und dann habe ich von Schnitzen noch keine Ding gehabt, die habe ich kennengelernt in meinem Heimatort. Verstehst du? Ja. Nicht Walter, gell? Ja. Bei der Urchigen. Der einzige richtige Schweizer. Jetzt bist du 30 Jahre zu Flums. Aber man 50 hört Jahre. 50 Jahre, um Gottes Willen. Aber man hört es immer noch ein bisschen, gell? Ja, das muss man. Wie viele so kleine Masken hast du so geschnitzt inzwischen? 3.500. Und dann im Ganzen, weißt du, wie du es geschnitzt hast? Wie viele Masken? Ja, dann habe ich noch mittlere geschnitzt, vielleicht etwa, ja, welche soll ich dir sagen? Vielleicht etwa 100. Und ein bisschen so 20er, 15er und solche haben wir noch geschnitzt für einen Hündlerverein. Da haben wir etwa 300 geschnitzt, miteinander geschnitzt jeder. Verstehst du? Ja. Könnte mir bei dir jetzt auch etwas in Auftrag geben? Ja, das kannst du. Du kannst auch ein Foto von dir bringen und dann auch. Schnitze ich dich. Und darf man fragen, was es da so kostet? Ja, das nach ein Ding ist natürlich schwierig, nach Foti. Da weisst du erst am Schluss, weisst, ja, ob es geraten ist oder nicht. Ja. Da kannst du nicht Stunden, aber da hast du etwa 70 Stunden. Ja. Und jetzt kannst du dir ausrechnen, auf den Stundenlohn, den wir haben. Wenn jetzt so eine gewöhnliche Maske so 400, 450 Franken kostet. Jetzt im Ernst? Ja. Ja, nicht mehr. Nein, ja, es ist, wir müssen ja nicht leben von dem, oder? Machen wir das als Hobby. Wenn wir es leben, dann müsstest du schon mehr haben. Das ist ja fast ein 1-Franken-Job in dem Fall, hä? Ja, das ist eine Art. Art 4. Fast wie Filme bei TV, hä? Ja. Bei Rheinwelten, ja. Genau, so ist es. Aber gell, es macht einem eben auch Freude. Es geht nicht immer nur ums Geld. Nein, nein. Das muss auch nicht sein. Ich meine, da für das Museum, oder? Wir sind jeder, alle Schnitzer sind da engagiert. Und da können wir ein Nachtessen über ein Jahr, oder? Ja, genau. Und da, aber das muss man nicht so eng sehen, oder? Ja. Oh, du, dann wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg. Möglichst ein Haufen Leute, die jetzt mal liegen können und sich das anschauen, gell? Die Leute sind gekommen, ein Rathaus im Ausnahmezustand für einen Tag. Ja, Christoph Gull, die Rede habe ich gehört. Jetzt müssen wir interessieren, was hat denn Politik mit Fasnacht zu tun? Politik mit Fasnacht, ja, das ist eine spannende Frage. Es gibt zweifellos, ohne jetzt Politik schlecht machen, aber es gibt sicher viele Parallelen.
Und wenn man es reingeht, gell, die zwei Stöcke da, die passen jetzt im Grunde zur Politik. Dann ändert er wieder weg am Montag, aber wäre vielleicht noch gescheit, um so mal zwei, drei Tage hocken zu lassen. Würde einem vielleicht zum Nachdenken anregen. Zweifellos, ja. Er hat ja ganz viele verschiedene Charakterköpfe, oder? Und das hat es auch in der Politik. Und einige hängen jetzt da auch im Rathaus, ja. Ja, dann fragen wir noch den anderen CEO, Tamina-Thermi, was hat denn so für den CEO Fasnacht mit so Tamina-Thermi oder sonst überhaupt mit dem CEO zu tun? Ja, Fasnacht-Zeit ist eine strenge Zeit und man braucht immer Erholung, also da gibt es sicher auch Parallelen. Also nach einer strengen Fasnacht ist die Therme eigentlich das Beste, was man sich antun kann, um wieder fit zu werden für das Privat- und das Arbeitsleben. Und du, Daniel Grünenfeld, du lebst das eigentlich ja vor, gell? Du bist zwar CEO, du hast etwas unter dir, aber du bist einfach so geblieben, wie du immer geblieben bist und du traust dir etwas zu sagen und so zu sein, wie du bist. Ja, das ist wichtig. Ich glaube, das ist auch nämlich so in der Fasnacht wichtig. Dort haben vielleicht gewisse Leute auch eine Plattform, die du sonst nicht hast. Und vielleicht kannst du dich halt verkleiden und vielleicht ein Leben leben, wo du sonst halt nicht wagst zu leben. Ich habe jetzt Glück, oder? Und ich bin auch so erzogen worden, dass man halt zu dem steht, wo man ist und das Beste daraus macht. Aber Fasnacht hat auch viel mit dem zu tun, eben mit dem Ohrenleben und mit Karikatieren von Geschichten und Ereignissen, die unter dem Jahr passieren. Christoph Gull, das ganze Land ist doch einfach, die 8 Gemeinden, oder? Aber dann kommt das Werdenberg dazu, oder? Und du bist ja dann eigentlich der Vorstand und der Chef vom Werdenberg. Was sagen dir zu einem Fasnächtler? Zu einem Fasnächtler, ja, muss ich jetzt ehrlich sagen, über die Fasnacht haben wir noch nicht diskutiert, jetzt in dieser Konstellation, zur ganzen Land und Werdenberg. Möchtest du nicht leiden, he? Da wäre irgendwie ein Konflikt. Ja, es gibt auch einfach, im Moment hat es jetzt wirklich auch der Jahreszeit entsprechend Themen gegeben mit höheren Prioritäten. Ja, Politik lebt ja nebst anderem auch von der Diplomatie. Aber einmal muss man sich outen können. Und das ist eben Fasnacht, der Bruno Bless. Du Bruno Bless, gell? Als Präsident von der Schweizer Freunde, wie fühlt man sich da bei dem Anlass? Ja, Gott vergessen. Angestresst. Aber mit der Zeit kommt es zur Übung. Geht schon. Läuft ja, wir haben genug Mithilfe, alles zusammen. Putzi sind da, Volk ist rum, Wetter stimmt auch, haben wir bestellt. Gell? Gut. Ja. Ist alles perfekt. Ja. Maskenmuseum, wie steht es mit dem Besuch bei euch? Ja gut, zusammenzählt bis heute haben wir jetzt 6'000 Besucher gehabt. Die meisten sind natürlich ehrlichkeitshalber gesagt Führungen, separate Klassenzusammenkünfte, bis zur Zivilhochzeit, alles zusammen ist da möglich. Okay, das ist ja hochkompliziert. Weißt, mir geht es gleich wie Christoph Gull, wenn man da durchläuft. Super Maske, aber man hat keine Ahnung, was kommt von wo, wie ist entstanden. Aber in der Führung erfährt man viel, gell? Ja gut, wir haben dort den Sargasenländerraum mit diesen 8 Gemeinden. Und jeweils bei diesen Gemeinden ist das Ortsbild ein typisches und die besten Larven natürlich, die berühmtesten von dem jeweiligen Dorf. Du schnitzt dich selber auch. Wie bist du zum Schnitzen gekommen? Ja, via Fasnachtsgesellschaft. Wir haben früher bei den Umzügen immer Schwierigkeiten gehabt, um Larven zu bekommen. Da sind wir bei den alten Schnitzern und so weiter, die gehen betteln. Wir haben es sofort überkommen, das war wunderbar. Aber mit der Zeit ist dann die Idee aufgekommen, du, wieso machen wir die nicht selber? Via Schnitzkurs haben wir einen organisiert und so weiter ist dann dazu gekommen. Und gell, da gibt es ganz ausgefallene Ideen, wie er hier, der Kräzer drin. Wie kommt man auf solche Sachen? Ja, das ist ein Doppelbutzi. Der oben hat es natürlich höllisch, so Hahn im Korb. Aha. Und so alte Mütterli. Treiten da, also das ist eine dankbare Figur, quasi ohne Worte. Das Publikum am Strassenrand ist immer am Röteln, wer läuft jetzt da? Ist es jetzt effektiv so, wie man meint, dass das Altmütterli, der faule Kaib oder ja, der lustige Kaib da umtreibt im Dorf? Hat vorher noch ein Zweierli oder Einerli getrunken. Du, wenn er jetzt seichen müsste, wäre noch schwierig, gell? Ja, ist gut, habe ich auch schon erlebt, aber ich habe es mögen geben. Man sagt jedem Träger von dem Doppelbutzi-Gang davor, es ist gescheiter, nachher hast du keine Chance. Und der Kollege nützt auch nichts, der mag auch nicht runter. Und wir haben schon solche gehabt, ehrlich gesagt, die in die Hose brünzeln, vor dem Umzug.
Gut, bis nach dem Umzug ist er entweder gefroren oder trocken gewesen, eins von beidem. Der Schalke der Fasnacht, das wäre doch schade, wenn man das nicht das ganze Jahr verteilen könnte. Die Häppli, die sind ja auch verteilt, das wäre gelacht, wenn wir das nicht auch wieder schaffen. Der Andreas Schwarz vom Amt für Kultur und Haufen andere Prominente haben gezeigt, dass man eben schon Interesse hat an der Fasnacht, in dieser Zeit, wo man sich eben auch ein bisschen frei fühlen kann, offen sein. Die Maskenschnitzer, die haben sicher das ganze Jahr Saison. Das ist ein Hobby, das unglaublich viel Zeit braucht, ein Hobby, das eben auch die fasziniert, die hier dürfen zuschauen dürfen. Auf diesen drei Stöcken im wunderschönen Flumser Rathaus ist gezeigt worden, was die Fasnacht an Faszination das ganze Jahr durch kann ausüben. An Tagen wie diesen zeigt sich das eben, was man eben vielleicht in der Fasnacht dort mal in dieser kurzen Zeit und im Rambazamba gar nicht so ganz genau sieht und auch nicht ganz genau kann wertschätzen. Eigentlich schade, dass das auf diesen drei Stöcken bereits am Montag wieder abgeräumt sein muss. Es würde eigentlich noch gut passen zum Rathaus, aber vielleicht kommt das bei gewissen Besucherinnen und Besucher schlecht an. Aber hier im Keller unten, da gibt es das ganze Ländermaskenmuseum das ganze Jahr durch. Da kann man sich in einer anderen Art und Weise mit Fasnacht beschäftigen. Das ist quasi wie die Zwischenzeit zwischen der Fasnacht, wo man in sich gehen kann, wo man schauen kann, was steckt denn da wirklich dahinter an Kunst und Kreativität. Allerdings bei Gesprächen habe ich natürlich schon auch beobachtet, dass man sich schwer tut, auch wenn man ein Fasnächtler ist, um genau zu wissen, was kommt woher, wie ist es entstanden, was steckt an Geschichte dahinter. Und darum lohnt es sich wahrscheinlich, wenn man sich da eine Führung bucht, sei es jetzt von Bruno Bläs, von Heinz Ackermann oder von sonst jemandem, der einem das ganz genau erklären kann. Es ist ungeheuer interessant, wenn man sich da damit beschäftigt. Und ich möchte wetten, auch Leute, die in die Fasnacht zu Snüken anfangen, die sagen, die Fasnacht ist Rambazamba, ist nichts für mich. Ich möchte wetten, dass das Maskenmuseum ihnen einen ganz anderen Blick auf Fasnacht zeigt. Vielleicht der Zugang zu Fasnacht eröffnet. Ja, an Tagen wie diesen, da lernt man vielleicht etwas ganz Neues, etwas fürs ganze Jahr, etwas Neues kennenzulernen. Und wenn ihr das Interesse jetzt hättet, so ganze Länder Maskenmuseum, hier im Rathaus zu Flums an der Markgasse 25, das hat klare Öffnungszeiten. Jeden zweiten Samstag im Monat, nämlich vom 3 bis 5 Uhr, ohne Voranmeldung könnt ihr hergehen. Und wer mehr möchte wissen, da habt ihr die Telefonnummer eben vom Heinz Ackermann und vom Bruno Bläs. Und da kann man sich eben dann auch einen Führer nehmen und die erklären einem dann bis ins Detail, was da alles dahinter steckt. Fasnacht von einer anderen Seite betrachtet. Probiert es doch einmal.